Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also wir dürfen drehen, oder? Also der Chef hat es erlaubt, dass ich also drehe. Wir sind also heute nicht nur da, um Kindergartengruppen zu beobachten. Ich wollte ja wieder ein bisschen was über das Eisstockschießen erzählen. Eisstockschießen ist ja der Sport im Augenblick. Was mich immer so fasziniert ist, das müssen Sie sich überlegen, jetzt war doch die letzten Tage, also letzte Woche war es einmal ziemlich warm. Dann war hier alles, also es hat ganz grauenhaft ausgeschaut, das Eis. Fürchterlich, da war dann der Schnee reingepappt und Fußabdrücke drin. Und dann haben wir gedacht, das wird nie wieder was und werde ich heute früh vorbeifahren. Nein, um rein, waren schon wieder die ersten da. Selbstversorger, schauen Sie hier. In den Taschen und Rucksäcken sind immer so Teeflaschen drin, also Thermoskannen. Wollsocken, die Tasche von der Frau, finde ich gut. Ich habe kleine dicken Wollsocken dabei. Dann schauen Sie, das ist auch so eine typische Geschichte. Da sieht man ganz deutlich, was die im Sommer machen. Sehen Sie es? Das ist die Golfspielerfraktion. Ich habe mir schon oft überlegt, warum die überhaupt zum Eisstockschießen gehen, weil man im Winter natürlich jetzt nicht Golf spielen kann und jetzt haben sie halt im Winter sich da praktisch einen Sport herausgesucht, wo es weniger ums Einlochen geht, sondern mehr, das ist jetzt durchgegangen, sondern mehr also um das Treffen oder die Annäherung an die Daumen. Die Taube, die Tauben, das ist also dieses schwarze Teilchen, was da auf dem Eis liegt. Ich erkläre es immer wieder gern, weil ich natürlich versuche, Menschen wie Sie an diesen Sport heranzuführen. Weil dieser Sport ist so wichtig, weil das ist ein Wintersport, wo man nicht extra ins Gebirge fahren muss, sondern den man in München betreiben kann. Ja, Sie haben nur eine Frage, ich komme da nachher auf. Das ist der Chef, wissen Sie, der. Ja, ja. Also jetzt praktisch kommt der erste Stock, ein alter, noch ein wunderbarer Holzstock. Der trifft auch die Taube und liegt jetzt ungefähr einen Meter entfernt. Und jetzt muss die gegnerische Mannschaft, ich weiß nicht, ob die Bommel haben. Ja, die haben Bommel. Das sind also Stöcke mit so einem kleinen roten Bantel oder mit einem Bommel markiert. Der muss jetzt näher zur Taube hin als die ohne Bommel. Und der macht das ganz perfekt, schauen Sie. Und hat gleich noch seinen Stock im Weg eingestellt. Wir sind vom Fernsehen, also wir tun ja nichts. Weil sie so misstrauisch schauen. Schau, geh vorbei! Bei der Kälte geht es ja da raus. Ich gehe immer raus. Ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn sie, ich habe ja nichts Gescheites gelernt, wissen Sie? Ich auch nicht. Die Sprüche. Ja. Bei den Sprüchen kriege ich gleich gut. Wir haben einen Pfarrer gehabt, da wo ich Ministrant gewesen bin, der ist immer Sonntag von der Filialkirche gekommen. Und wenn wir das Auto gekommen sehen haben, das war so eine weiße Variante, da sind wir immer gerannt, weil der, wo als erster Garage aufgemacht hat, die hat dann so eine Gurgel gekriegt. Das war die Kahnputz. Ja, wir haben alle drin gesehen. Also die Kahnputz ist ein liebenswerter Mensch. Die Kahn von Weinstefan. Also wenn Sabine praktisch den Holzstock trifft, dann ist gut. Schauen wir, was die Sabine macht. Bloß nicht. Lass uns doch die Sabine, vielleicht trifft sie ja. Nein, das schaut nicht gut aus. Wenn die jetzt trifft. Also sie gehört zur anderen Mannschaft. Die trifft noch! Ich pack's nicht. Doch, die hat. Die Sabine hat er noch. Das hat ja Sabine gut gemacht. Ja, hat er so. Aber sie haben es auch nicht schlecht gemacht. Wie lange spielen Sie schon? Ja, ewig. Ist ewig. Wenn eine Möglichkeit ist. Praktisch, wenn es zugefroren ist, das haben wir nicht. Genau. Frau Sabine, Sie sind so gut, darf ich mich gleich fragen, wo Sie das gelernt haben? Wir sind vom Fernsehen, ich kann sagen, eigentlich, wo haben Sie es gelernt? Ich bin eigentlich zum allerersten Mal da. Also und treffen gleich so gut. Ja. Anfängerglück. Ich war vor 2 Wochen mal beim Bowling, genau. Aber sonst? Beim Bowling hat das nichts zu tun. Bissi. Doch, doch. Beim Bowling müssen wir alle treffen, hier nur irgendeinen Stock so einen blöden. Ja. Das habe ich auch, das hab ich auch noch nie gehört. Das habe ich auch noch nie gehört. Eisstück geschossen. Die Bewegung, okay. Ja, vorne. Bisschen ein Gefühl. Und wer haben Sie das Gefühl? Also vom Bowling, oder was? Ich war ja auch nur einmal vor 2 Wochen beim Bowling, sonst nichts. Aber woher kennen Sie das so dann? Golf spielen tun wir alle. Ja, das habe ich schon gesehen. Golf das. Ich habe das sofort beobachtet. Lauter Golfspieler. Ja. Und beim Golf, da muss man ein Loch treffen, gell? Aber über größere Distanzen. Eigentlich ganz was anderes. Ja. Aber es ist ein bisschen auch Sport. Gibt es dann da auch Silber, wenn man dann praktisch ganz gut ist oder beim Golfspielen? Silber? Ja, beim Golfspielen gibt es immer Silber. Nein.
Habt ihr. Ah, jetzt kommt es. Jetzt muss diese Bühne. Jetzt musst du sie beweisen. Ja, okay, schauen wir mal. Das war nur ein Glücksspiel. Genau, Zufallstreffer. Jetzt schauen wir erst einmal. Geben wir ihr erst mal Haltungsnote. Halt zum Kläger gehen. Also schon neige, okay? Jetzt hast du fast das Kläger vergessen. Ja, also die. Noch etwas tief in den Knie. Ja, aber sie macht das gut. Schau es mir an. Du glaubst geht es durch, nicht. Geht durch. Nein, der geht nicht durch. Ah, doch ein bisschen. Ja. Yes. Gut fest. Yes. Andere Platten drauf, also sind zu stark. Da kommt die Dame Nummer 2, schauen Sie her. Ja klar, gibt es andere Platten. Boah, schau mal das an, die nimmt damit und hat. Yes. Super, großartig. Schauen Sie, die hat dann. Das heißt, wenn der Stock praktisch als nächster zur Taube liegt, dann heißt es, der hat. Also, tun wir das ein bisschen führen. Gleich mal lieber nicht in die Spur ein. Also da, wo praktisch dieses Loch ins Eisen reingehauen ist, das ist der Antritt oder man sagt der Kläger dazu. Schauen Sie, ein Lauf, der joggt zurück. Haben Sie was gesagt? Ja, das haben wir schon gedacht, dass die zu anderen. Ach so, die ist auch noch anzuzeichnen. Ja, Wahnsinn, sie zeichnen, die arbeiten mit allen Tricks. Ja. Schauen Sie, das ist ein Kreis im Eis, das reimt sich sogar. Und im Kreis im Eis liegt die Daumen, die hat jetzt geschossen und nimmt es ein bisschen mit. Die kommt dann auch nicht wieder rein. Das ist also anders als beim Curling. Beim Curling gibt es ja so also Kreise im Eis, wo dann der Stock drin liegen muss. Ja, das wird nichts. Oder ist es verhungert? Das ist ein Drama, ich sag's Ihnen. Was? Da komm ich auch mal drauf. Ist das ihr da? Ja. Also sie sind jetzt von der ganz alten Schule, sie spielen mit einem Holzstock, gell? Ja. Macht das Zuschauen Spaß? Ich finde das großartig. Nein, vor allem das Wichtige beim Fernsehen ist ja, dass sich immer was bewegt, verstehen Sie? Ach so. Und beim Eisstockschießen haben wir Menschen, die sich bewegen, haben wir auch Stecke, die sich bewegen. Und Mund, und der sich Mund bewegt. War ich überrascht. Weil so viel Zeit ist. Ja, das ist großartig. Schauen Sie, jetzt kommt der wunderbar, schauen Sie, Wahnsinn. Was haben wir da, schwarze Platten, oder? Noch wichtiger ist das Bewegen, ist der Spaß haben. Ja. Spaß Freiheit genau, an der Bewegung, genau. Das ist ja auch ganz wichtig. Deswegen macht man das. Dann kommt der Stock hinterher. Also, Damen und Herren, gut, wie heißt, glaube ich, der Grau ist alle Theorie. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Pass auf, probieren Sie es selber mal aus. Und das Schöne hier ist, es sind immer genügend Menschen am Kanal, mit denen Sie zusammen eine Mannschaft bilden können und die auch Sie schonend heranführen an diesen Eisstocksport. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Das Ziel des Eisstockschießens, Damen und Herren, ist die Taube, wie der Vogel. Sie sehen also, es gibt da keine Norm bei den Tauben. Es gibt auch welche, die sind also eckert, es gibt welche, die sind rund, es gibt welche, die sind flach. Das ist der Eisstock. Und jetzt muss praktisch der gegnerische Stock, die denen jetzt bloß einschossen, die sind zu zweit, muss jetzt da näher an die Tauben hinkommen. Also wird das nichts. Aber er ist schnell, er lecker Mühe. Boah! Aber sehen Sie, hat ihm nichts genutzt. Was ist denn das? Ach, das ist. Vögel, da haben wir noch keine gesehen. Ein uraltes Holzteil. Und da habt ihr einen Vögel drauf pinselt, oder? Ja, das habe ich so gekauft. Echt, die hat es zum Kaffee gegeben? Ja. Du glaubst es nicht. Und wo beim Sportcheck, oder? Ja, die Holzdaumen, die sind ja jetzt verpönt. Warum? Das haben sie alle. Weil dieses Plastik zeigt, also Pucks, genau, gell, also große Pucks. Mit so Gummiringerl, in der Meinung, die springen da nicht so weit davon. Ja, wenn man da ein bisschen hinkommt, dann fleckt die natürlich. Ja, wenn es schwer ist. Ja. Also das, dort haben wir, also ich meine, ich spiele ja Eisstock seit meinem 8. Lebensjahr. Ja. Das haben wir immer damit eingerechnet, gell? Ja. Wir haben teilweise so einen Straßengramm reingeschossen. Ja. Dann hat sich einer hingestellt und gesagt, da liegt's und. Ja. Und dann hast du da oben eingefädelt und bist dann in. Ja, das war früher so, ja, gell? Ja, das war praktisch Gelände. Bei jedem Weiher, bei jedem, überall Eisstock geschossen. Und wie alt ist das gegangen? Und wie alt ist die? Ach, das ist bestimmt 40 Jahre, 50 Jahre.
Das ist ein Anachronismus. Heute schmeißt man schon alles nach 5 Minuten weg und kauft sowas Neues. Das ist der Feigl, den gibt's nicht mehr. Das ist unglaublich. Der Feigl hat aufgehört. Ja, ja. Was macht ihr jetzt? Einfach einschießen, ja, jetzt oder? Kommen die aber noch. Ja, ja. Wir hätten einfach ein bisschen einen Anschluss. Wir gehen ja alle da, alle Woche. Schauen Sie mal, das ist ein Kosake. Das ist ein getarnter Kosake. Wo haben Sie den Kosakenstern her? Nein, das ist eine Abaka-Witze. A was? Alpaka. Ja, aber Alpaka, das bemüht sich schon, aber ja, diese, ja, dieser Stern drauf. Das gehört nicht dazu. Das ist Kosaken. Das ist an der Russa getarnt, oder? Genau. Schau, jetzt weiß ich endlich, wo die alle herkommen. Ich meine, die kommen aus Berg am Laim oder aus Gern oder aus Mosach. Wo sind sie her? Oder aus Grömzell. Also sie sind aus Grömzell. Der Grömzeller ist ja ein Gern, ist in der Gast am Nymphenburger Schlosskanal. Ganz locker, gell? Was ist das für ein Stock eigentlich, dass der so leicht geht? Das ist ein selbstgemachter von der Eisenbahn. Ach, sind Sie auch so ein Bahner? Nein. Also in der Pause sich die Stöcke. Genau. Aber mit wechselbaren Platten. Oh. Das haben Sie bei der Bahn dort schon gekauft. Alles haben wir das können. Unglaublich. So, und das andere ist ein Kafter, oder? Mit einer schwarzen Platte? Ja, freilich. Mit Gewind? So ein Hobbystock. Ein Hobbystock. Jetzt schauen wir mal, was er macht. Schön aus der Hüfte aufgesetzt. Aber der Nehmen ist das auch vorbei. Ist sowieso unheimlich schnell. Vielleicht kann man mal gleich sagen, wenn wir die Wechsel, also um der Griff gegen den Uhrzeigersinn herausgeschraubt. Dann kommt die grüne raus. Ach, da ist ja noch Gummi dazwischen. Das ist ein Profis. Und der ist echt selber gemacht. Glaube jetzt einmal nicht. Wir haben ungefähr 30 oder 40 Stück kommst du gemacht in der Eisenbahn. Aber stabil. Ja, 30 Jahre alt. Vor allem der liegt total gut. 30 Jahre ist der schon. Weil die waren ja dort total teuer, also diese Wechselstecker. Die sind nicht so teuer. Ja, klar. Also ein Griff kostet 75 Euro. Echt? Ein Griff? Ich habe letztens noch einen gekauft. 75 Euro der Griff. Der Steck kostet ungefähr 300-400 Euro. Jetzt ein Griff. Wahnsinn. Wir haben früher gesagt, Stutzel. Der Stutzel. Ja, der Stutzel. Nein. Wahnsinn. Gestern aber sehen Sie, das ist das. Das war noch bei der Bundesbahn, gell? Da hat man das noch können. Ich weiß nicht, ob es bei der Deutschen Bahn heute noch ein Stück machen können. Ich glaube nicht, dass die Deutsche Bahn. Ja, das ist ja gar nichts, der bremst ja sofort. Der ist ja noch warm aus dem Keller rausgekommen. Ja, der bremst natürlich heftig, gell? Den mal? Ja. Der ist noch nicht festgeschraubt. Hat er noch nicht gescheit festgeschraubt. Ja, aber der ist auch echt schnell. Der ja, mal. Aber so, schieß einmal hinunter. Ja. Jetzt sehen wir, wie der stehen bleibt. Das ist natürlich, wenn jetzt der andere den Stock trifft, dann bleibt er stehen. Ja, da hat er ein Problem. Jetzt schauen wir mal, was er macht mit der schwarzen Platten. Vor allem, der ist auch schwerer als ein normaler. Nein, der hat normale Gewicht. Normale Gewicht, echt. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.